Hallo, oh, die Leute, übrigens, hier immer weiter mit der Mega Man Legacy Collection. Und ihr seht, ihr habt mittlerweile eine Entscheidung gefasst. Ich mache die Herausforderung irgendwann mal in einer Übertragung, weil eine Herausforderung, die so zeitlich eingeschränkt ist und die gleichzeitig von so vielen zufälligen Faktoren abhängig ist, da habe ich erstmal keine Lust drauf, deswegen machen wir jetzt erstmal mit der weiter. Natürlich habe ich ihn nicht getroffen. Wäre halt nur langsamer. Das sind dann Stellen, wo ich mir denke, wieso eigentlich? Natürlich du noch schnell. So. Hammer's nah hat langsam mal. Ja, Mensch, da habe ich mich schon blöd angestellt und wär's trotzdem was. Kann ich gar nicht. So. Wie wenig Lust ich auf die ganze Sache da drauf. Aber hey, irgendwie bringen wir schon mehr. Natürlich passt's gerade nicht. Dive Missile. Schnee, du, ich möchte. Aha. Ah, komm schon. Die kriegt man doch sicher irgendwie leicht tot. Super. Ja.
Super, mach hinne. Okay. Lassen wir uns den ganzen Kass egal sein. Ihr hupt so anscheinend nicht. So. Letztendlich komme ich damit schneller durch. Spoil mal den ganzen Mist da. Ja, es wäre wieder aufgefüllt, von daher. Was? Warum soll ich mich kümmern? So. Haben wir's jetzt? Ewig noch nicht. Was möchte man denn von mir? Herrschaftszeiten, das gibt's doch nicht. Komm schon. So, nochmal 10 Sekunden rausgeholt, bitte. Danke.
So, muss bloß schauen, dass ich immer wieder kontrolliere, wie lang die Folge eigentlich schon ist. Ach. Komm mich nicht konzentrieren. Scheiß Zeitdruck. Ah ja, so soll es gehen. Schorn fressen, dann hämmern. Schorn fressen und dann hämmern.
ja. Soll das vielleicht Herausforderungen einstarten, weil wenn man drauf geht, wird das Zähler ja nicht zurück, du, weil. Hey, warum sollte man bei Kämpfen eine vernünftige Regelung einbauen? Der Spieler kann ja theoretisch. Spieler kann ja theoretisch. Ich auf die Idee gekommen, hey, zweiten Versuch kriege ich es garantiert hier, wenn ich Ohren versau. Ja, wenn ich gezielt schon fressen kann, dann ging es schon. Mein Topman Money funktioniert bei ihm nicht. Was mache ich denn? Man geht halt nicht davon aus, dass die Zähne einfach weiterlaufen lassen. Uns wurschten alle miteinander. Wieso kann ich da stehen? Also. Und ja, er ist ja da wieder so Gegner. Was normalerweise habe ich ja kein Problem damit, dass man bei einem ein wenig warten muss. Wie stelle ich das an? Ich hab's ja vorhin geschafft gehabt, dass ich ihn mehrfach triff. Ich muss nicht dreimal treffen können. Aber wie geht das? Und wie haben sich die Entwickler das schon wieder vorgestellt? Schon fries schaut es natürlich noch blöder aus. Klar, und da, wenn ich schon fries, dann schaffe ich es natürlich wieder. Ich kann schon nicht mehr klar, Dinger, ich merk's. Krieg den Kopf schon wieder nicht zusammen. Möchte einfach mal einen Knopf haben, mit dem ich die Herausforderung direkt nochmal starten kann. Warum muss man denn so ein Ding so kompliziert über ein Menü machen?
Wieso? Oder ist es andere Waffen, die ich hernehmen muss? Ich weiß es nicht. Das bei einmal ausprobieren darfst, was ordentlich funktioniert, ist halt schon wieder spät. Das heißt spät. Es dauert halt schon wieder Ewigkeiten. Wieso meine ich an der Stelle... Es kann... Welchen Schorn muss ich fressen, damit das hinhaut? Und wieso reagiere ich an der Stelle dann nicht? Mein Gott! Was ist denn mit mir los? Und an der Stelle dann... Und dieser Schiss dann da eigentlich dann bloß... Oh mein Gott. Super. Gut, toll. Wenn ich nicht dreimal triff, haut's nicht hin. Oder probieren wir es doch wieder so. Ich weiß es ja nicht. Ich muss davon ausgehen, dass die Entwickler die ganze Zeit irgendwelche Tricks hergenommen haben. Selbst das hilft halt nicht. Ich mach damit auch nicht nur schon. Da hat er irgendeine Schwächen, von der ich nichts weiß.
Hartnackel ist halt wahnsinnig schwer zum Setzen. Was damit funktioniert. Die ist die richtige Waffe. Na, das macht gar nichts. Ah. Okay, das war Taktik. Shadowblade war's, nicht Hardknuckle. Gut. Gut, jetzt wissen wir's. Schießen wir noch aber. Sagt er. Wer getroffen. Na, der muss zwei Zyklen liegen. Mein Problem mit der Waffe ist halt. Ja, wenn du den gescheit treffen möchtest, musst du. Musst du halt diagonal angreifen. Was mega man aber gern zum Anlass nimmt, um sie zu marieren. Ich dachte halt gerne einfach schießen und die Richtungstasten. Druckt halten. Aber das haut halt nicht hin. Ah, reagier halt! Was bin ich denn dann wieder so langsam? Was ist mit mir los? Ich muss doch einfach nur im richtigen Takt drücken. Einfach nur im richtigen Takt drücken, das ist alles. Also soll ich da damit mal die Taktik ausprobieren, die ich mit Hardknuckle mal halt wollen. Von wegen. Das wird doch nix! Wenn mich der Rückstoß halt nicht irgendwie aus der Reichweite bringen darf. Aber spielen wir ja das klassische Mega Man X. Bei Mega Man X darf es halt häufig an der Stelle bleiben und der ist was. Thank you.
Schon ist letztendlich Wurscht. 20... Das 20, was halt richtig stört, ist der Rückstoß. Weil sobald ich den Rückstoß... Hopp! Was reagiere ich dann auf der anderen Seite nimmer? Mein Gott, was ist denn los mit mir? So, wenn er auf die andere Seite rüber geht, reagiere ich einfach nicht mehr drauf, was er macht. Natürlich muss er jetzt mit einem Lebenspunkt nur dastehen. Das war zu langsam, oder? Natürlich war es zu langsam, mit zwei Zyklen muss er liegen. Aber die Folge ist vorbei. Wir probieren es beim nächsten Mal weiter. Ich bin Xi. Das war Mega Man Legacy Collection für heute. Bis dann, Leute. Ciao. Habe die Ehre.